Servus Leute, ich grüße euch zu den Bavarian Treasures, den schönsten und spannendsten Schätzen Bayerns auf der Spur. Diesmal die Burgruine Heilsberg. Ich wünsche euch viel Spaß! Die Burgruine Heilsberg liegt gut gebettet mitten im alten, mystischen Wald. Ein kleiner Wanderweg führt durch das malerische Tal des Wildbachs. Die Heilsberger Ulrich und Wernadus erscheinen im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts zum ersten Mal in Urkunden als Ministerialen des Regensburger Bischofs und fungierten für ihn als Vögte. Seit Egbert Ulrichs Nachfolger waren sie als Truchsesse von Egmühl auch Lehnsträger des bayerischen Herzogs, was auf eine beträchtliche lokale Machtposition schließen lässt. Die Heilsberger befinden sich damit mitten im Machtgerangel zwischen den Regensburger Bischöfen und den wittelsbachischen Herzögen, was Anfang des 13. Jahrhunderts auch in Heilsberg seinen Ausdruck findet. In einem Vertrag muss Herzog Ludwig der Kelheimer eine Burg nahe Heilsberg aufgeben, die sich noch im Bau befindet, welche die Heilsberger zu Lehen erhalten sollte. Dafür dürfte Ludwig den Isarübergang bei Landshut behalten, den er vorher mit Gewalt eroberte. Bis zu der Zeit, als im 16. Jahrhundert der Besitz mit Wiesent in Verbindung kam, wechselte die Burg häufig ihre Besitzer. Genannt werden die Herzöge Ludwig von Landshut, Herzog Albrecht und Ludwig des Bärtigen von Ingolstadt. Der erste Begriff Truchsesse steht für ein mittelalterliches Hofamt. Der zweite Begriff Ministeriale, so bezeichnete man damals einen im Dienst stehenden Beamten. Mitte des 16. Jahrhunderts ist nur noch die Rede von der Burgruine Heilsberg. Zur Rettung der Ruine kümmert sich ein ortsnaher Förderverein. Die Ruine ist ganzjährig zugänglich und ein Abenteuer für die ganze Familie. Wenn euch das Video gefallen hat, einfach abonnieren. Die nächste Folge der Bavarian Treasures kommt heute in einer Woche. Bis bald.